Ja, moin moin und herzlich willkommen bei Nerdist the New Sexy. Ja, heute gibt es wieder ein neues Unboxing von mir und zwar ist die aktuelle Z-Box von Zavi bei mir angekommen mit dem aktuellen Thema Nostalgie und ja, ich habe hier unten den Klebestreifen, habe ich schon mal aufgemacht und jetzt wollen wir mal gucken, was da alles so drin ist. So, ja, das obligatorische Polstermaterial und dann haben wir hier oben als erstes eine, ich tippe mal auf Posterrolle. Na, oh. Sitzt sehr fest und es ist natürlich ein Poster drin und lass uns mal kicken, dass wir das hier einigermaßen vernünftig rausbekommen und ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich muss dazu sagen, ich denke, es ist ein Nintendo-Game. Wie gesagt, ich bin absolut nie der Gamer gewesen. Was haben wir unten draufstehen? Bravado, Bandai, Namco. Ah, Pac-Man. Ja, alles klar. Also ein lustiges Pac-Man-Poster. Für mich persönlich jetzt nicht der Reißer, sage ich mal ganz ehrlich. Aber es muss einem ja auch nicht immer alles gefallen, was da drin ist. Dafür sind es halt Überraschungsboxen und im Großen und Ganzen war ich bislang damit aber auch immer zufrieden. So, Poster kommt hier wieder rein. Einmal beiseite legen. Dann das Shirt. Sieht vom Motiv aus so aus und da kann man eigentlich, müsste mich wahnsinnig irren, aber das sieht nach Jumanji aus und finde ich persönlich sehr geil, ist in einem leicht schimmernden Grünton gehalten das Ganze, ich weiß nicht, ob man das wirklich so gut erkennen kann, mit der Hand Würfel. Das Spielbrett, der kleine Elefant als Figur und das finde ich sehr geil. Ist auch wieder, ich denke mal, Zavi bzw. Z-Box exklusiv und finde ich schon sehr cool. Das Motiv selber gefällt mir auch sehr gut und ja, das ist mal wieder ein schönes Ding. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also bei den T-Shirts, die bislang dabei waren, wie gesagt, die eine Box habe ich mir extra nur wegen dem Shirt geholt. Und die finde ich ja, Mann, alle insgesamt wirklich klasse. Dann haben wir hier einen Schlüsselanhänger von Ready Player One. So, Crystal Keyring. Vorne drauf auch Ready Player One. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Dass man das einigermaßen sehen kann. Nette Geschichte. Bleibt auch da drin. Und ist definitiv Ready Player One. Ein Film, der dieses Jahr ja jetzt gerade auch aktuell in die Kinos kommt oder noch kommen soll. Den ich auf jeden Fall auch unbedingt sehen muss, weil den finde ich vom Trailer her, finde ich den schon extrem cool und das ist definitiv mal wieder was für mich. So, dann haben wir hier ein Vinyl Figure von Centipede.
Atari. Und die packen wir jetzt erstmal aus. Das haben wir hier hinten drauf. Pac-Man, Blinky, Mrs. Pac-Man. Das ist Pac-Man Ghost, Q-Bird, Cody, Centipede, Mega Man, Frogger, Dick Duck, Puka und Figa. Sind hinten auf der Rückseite aufgedruckt. Dann hat man hier das Logo auf der, von der Seite. Da auch nochmal. So sieht es von oben aus. Und unten drunter mischt. So, wie gesagt, ich versuche es hier mal aus der Folie zu pellen. Da bin ich gespannt. Weil der Karton ist aufgebaut wie ein Atari. Wie ein alter, so ein Arcade-Game. Spielautomat. Und da wollen wir doch mal gucken. Lässt sich von hier vorne, soll er wohl aufgehen. Aha. Und Überraschung, eine braune, unauffällige Plastiktüte. Nein, schwarz ist sie. Eine schwarze, unauffällige Plastiktüte. Und wir gucken da mal rein. Ah! Überraschungspaket. Centipede als Vinylfigur. Sehr geil. Der Kollege sieht richtig cool aus. Das ist quasi dann nochmal eine Überraschungsbox in der Überraschungsbox. Und wie gesagt, also das gefällt mir schon sehr gut. Prima. So. Auch den Kollegen. Da bin ich jetzt übrigens echt gespannt. Und zwar weiß ich von einem meiner lieben YouTube-Kollegen, der mich letztens auch mal besucht hatte. Und zwar Ralf von Ralfs Unboxing. Der hat nämlich für seine Frau, übrigens Ralf, schönen Gruß an dich und an deine Freundin, hat nämlich für seine bessere Hälfte auch die Z-Box abonniert. Und wenn das hier so Überraschungskisten sind, dann würde ich doch mal gerne wissen, was du, lieber Ralf, in deiner Kiste mit drin gehabt hast für eine Figur. Wäre ja schon mal ganz lustig zu wissen, ob sie gleiche ist, ob wirklich verschiedene Sachen mit drin sind. Und ja, wie gesagt, bei der Gelegenheit, Ralf, seinen Kanal-Link werde ich dann bei mir unten nochmal in der Videobeschreibung mit reinpacken. Und ja, so, aber Centipede zurück in die Kiste. Sehr cool. Dann haben wir das hier. Super Mario World. Obendrauf kann man selber erkennen. Es ist Super Nintendo Coasters. Und ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll. Untersetzer aus Kork. Ja, cool. Auch nicht schlecht. Kork-Untersetzer. Na. Dann machen wir die doch mal auf. Und siehe da. Es sind tatsächlich Kork-Untersetzer. Einmal, wie gesagt, hier vorne Super Mario drauf. Okay, ich mache jetzt mal einen auf, weil ich gerne wissen möchte, ob der da unten drunter auch nochmal Super Mario ist oder ob hier zwei verschiedene drin sind. Nein, es sind tatsächlich zwei verschiedene Kork-Untersetzer.
einmal Super Mario und einmal Super Mario Kart. Das finde ich immer cool. Wobei die auch wieder viel zu schade sind, meiner Meinung nach, um die jetzt echt zu benutzen. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Dann möchte ich natürlich auch gerne wissen, was unser Zelda ist. Die sind aber auch wirklich extrem gut hier reingepackt. So, schieben wir den mal nach unten raus und mal schauen. Nee, hier hinten ist schon ein kleiner Anfang. Wäre jetzt ärgerlich, wenn man die... jetzt irgendwie... aus Dummheit da zerbröselt. Ja, wie gesagt, einmal Legend of Zelda. Sehr cool. Und hier einmal noch Super Metroid. Gefällt mir auch sehr gut. Obwohl ich dazu sagen muss, dass ich außer von Mario, Super Mario World mal angefangen ein bisschen zu spielen, ist aber eine Geschichte, wo ich ganz klar jämmerlich versage als Nicht-Gamer und irgendwie ist das leider alles nicht meine Welt. Also dann doch lieber einen guten Film. Und fürs Gamen bin ich einfach nicht gemacht. Versuchen das hier mal wieder einigermaßen vernünftig zusammenzukriegen. Aber wie gesagt, eigentlich auch viel zu schade, um sie zu benutzen. Und dann, das was ich so liebe, die Sammlermünzen. Jetzt ziehe ich mal ein bisschen näher ran, weil ansonsten sieht man das nämlich gleich alles nicht mehr. Eine Back to the Future Limited Edition Sammlermünze. So sieht das Paket aus. Wow. Ich weiß schon, was auf der Rückseite ist. Ihr nicht. So. Nehmen wir die Münze mal wieder raus. Ja, Alter. Sehr, sehr geil. Vorne drauf der DeLorean aus Zurück in die Zukunft. Vorne drunter wieder die Limitierungsnummer. Und zwar habe ich diesmal die Nummer 3907 von 5000. Und die Rückseite ist mal richtig geil. 88 Meilen die Stunde und 1,21 Gigawatt steht unten drunter auf der Rückseite der Fluxkompensator. Die ist ja mal richtig geil. Ich mag diese, ich finde die Sammlermünzen, die bei den Z-Boxen bei sind, sowieso extrem cool und ja, ist ja mittlerweile meine dritte. Und da muss ich mir echt mal was einfallen lassen oder sowas, hey, dass ich die wirklich mal schön irgendwo in einen Ständer, irgendein Display oder sowas gepackt kriege. Und ja, wie gesagt, die Sammlermünze Zurück in die Zukunft, extrem cool. So, und dann haben wir natürlich wie gewohnt das Z-Box Magazin Nostalgie. Auf der Rückseite das Thema für den nächsten Monat, Battle. Und da bin ich auch schon mal gespannt. Da habe ich ja auch schon so das eine gesehen, was
mit drin sein soll. Und da ist es halt als ein Thema mit angegeben, Thor Ragnarok. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ja, hier ein bisschen zurück in die Zukunft, Ready Player One. Ja, hier wieder die ein paar Bilder von der letzten Z-Box. Hier Super NES nochmal. Dieser Super Nintendo Classic, den sie letztens nochmal neu aufgelegt haben. Da haben wir tatsächlich auch einen von. Spielt allerdings eher unser Lütter mit und sind halt eben auch so ein paar Spiele mit drauf. Ich glaube, weiß gar nicht, ob Zelda mit dabei ist. Pac-Man jedenfalls nicht. Genau, Jumanji T-Shirt, Ready Player One Keyring, Z-Box exklusiv, halt eben die Sammlermünze, das Poster. Ja, die Münze, das Poster, das Shirt exklusiv wieder für die Z-Box gemacht. Die Untersetzer mit dabei. Und halt eben beidseitig geprägt die Sammlermünze mit dabei. Ja, Jumanji, das T-Shirt nochmal quasi mit dazu. Jetzt zum Remake nochmal mit reingepackt. Hier nochmal ein paar Erläuterungen zum Film Five Facts About Pac-Man. Ja, also da finde ich es ganz gruselig. Also das alte Pac-Man-Gesicht, Pac-Man hätte ich normalerweise sofort wieder erkannt, aber ich finde diesen gut, da bin ich halt eben Nostalgiker, sag ich mal ganz einfach, weil das hat mit Pac-Man für mich nicht mehr viel zu tun. Nur ein bisschen Werbung in eigener Sache auf der einen Seite. Han Solo Shirts. Blinzel und du verpasst es. Und hier nochmal, finde ich übrigens sehr lustig, Nostalgia Pop Vinyl, Freddy Krüger, so in Pixel-Variante, auch sehr cool. Ja, sehr cool. Ja, wie gesagt, das Magazin mit dabei gewesen. Centipede habe ich in dieser Atari-Box, in der Vinyl, als Vinyl-Figur bekommen. Wie gesagt, Ralf, mich würde interessieren, was du in deiner Kiste hattest. Wäre schön, wenn ich das mal in Erfahrung bringe. Hier haben wir die Untersetzer gehabt, den Keyring. Das T-Shirt, die Shirts finde ich, wie gesagt, nach wie vor auch alle sehr geil. Das Pac-Man-Poster, allerdings mit der neuen Variante, die mir nicht wirklich so gut gefällt. Und halt eben die Sammlermünze, die ich schon extrem geil finde. Ja, das war's auch schon wieder. Das war die Z-Box für diesen Monat und ich freue mich schon gewaltig auf die nächste. Ich finde das halt. Mittlerweile habe ich wirklich Gefallen an diesen Überraschungsboxen gefunden, weil wirklich, du weißt halt eben nicht, was drin ist. Und ja, ich hoffe, das kleine Unboxing hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. In diesem Sinne und tschüss. Whoa.